Jo, herzlich willkommen zur Anleitung. Die baue ich mir in 5 Stationen Multi mit einem Voice-Modul. Bei Facebook gab es die Abstimmung, bei der ich verschiedene Stationen vorgeschlagen habe. Diese hat dieses Mal die meisten Stimmen bekommen. Deswegen heute diese. Es geht um das Voice-Modul mit Micro-SD, alternativ geht das mit SD genauso, die exakt die gleichen Funktionen. Ja, warum nenne ich das 5-Stationen-Multi? Auf die Idee bin ich gekommen, weil man hier mit einem, ich nenne es mal Schlüssel, also sprich mit einer Station, die man den ganzen Cache über mitnimmt, an 5 verschiedenen Stationen 5 verschiedene Antworten oder Hinweise oder was auch immer bekommt. Das heißt, ich stecke den Schlüssel in das erste Schloss, kriege Ansage 1, kriege den Schlüssel in das zweite Schloss, kriege Ansage 2 und so weiter. So, in dem Bild kann man sehr gut sehen, wie der Hersteller sich das gedacht hat. Hier sind 5 Taster K1 bis K5, die an den entsprechenden Ports angeschlossen werden sollen und gegen Masse tasten und dadurch 5 verschiedene Soundfiles, also je Taster 1, abrufen können. Noch dazu kommt ein Lautsprecher an die 4 und die 5 und die Masse an die 8 und plus an die 16. Das ist jetzt hier nicht eingezeichnet, aber ist so und kommt nachher auch noch. Ja, Voraussetzung, dass das Ganze überhaupt funktioniert, ist, dass auf der Micro-SD bzw. SD-Karte 5 Files installiert oder drauf kopiert sind. Die müssen im AD4-Format sein, müssen benannt werden mit 0000 AD4 bis 0004 AD4. Der Inhalt der Speicherkarte muss also wie auf diesem Bild hier aussehen. Erstellt werden können diese AD4-Dateien mit jedem freien AD4-Konverter oder mit der Software, die auch im Shop unter voicemodul.de bei diesem Voice-Modul verlinkt ist. Beide Programme oder viele Programme, die oder alle Programme, die ich getestet habe, können das problemlos, wie gesagt, aus einer MP3 oder einer WMA oder was auch immer, einer AD4 machen. Ich verwende bei diesem How-To hier heute diese 9-Polien-D-Sub-Stecker. Jeder andere, mindestens 6-Polie-Stecker kann da genauso verwendet werden. Bei dem 9-Polien hat man den Vorteil, dass man noch 3 Pins überbehält, die nicht belegt sind, wo man zum Beispiel die Spannung abschalten könnte von dem Modul, was zum einen Strom spart und zum anderen verhindert, dass der überschlaue Geocacher beim Schlüssel einfach mit einer Drahtbrücke die aufruft. Die Files soll es geben, solche Leute. Wie gesagt, kann man verhindern, indem man einfach die Betriebsspannung des Schlüssels darüber noch schleift und somit das Modul erst Spannung bekommt, wenn es in der Station steckt. So, hier sieht man den Aufbau mal auf dem Steckbrett. Links das Modul ist klar, rechts die Buchse, die im Schlüssel eingebaut ist, unten links die Batterie und daneben der Lautsprecher. Im kommenden Bild wird das noch mal ein bisschen größer dargestellt. Hier sieht man, die 5 roten Kabel sind quasi die Eingänge, also die Pins, um die Sounds abzurufen. Ganz links der graue ist Plus, der gelbe kurze ist Minus und die dazwischen ist der Lautsprecher. Oben an der Buchse sieht man die 5 Eingänge auf den 5 entsprechenden Pins oder Buchsen, ja, Buchsenpins. Und der dünne unten ist die Masse, wird aber nachher in der Zeichnung, denke ich, noch deutlicher, als das jetzt hier ist. So,
In dem Bild seht ihr den Eingang 1 verdrahtet, quasi das erste Pfeil, um das erste Pfeil abzuspielen, ist der Pin auf die DESO-Buchse verdrahtet, der zweite unten links nach Masse. Wenn da jetzt eine Brücke gesetzt wird, würde Pfeil 1 abspielen. Hier im nächsten Bild ist die passende DESO-Buchse dazu dargestellt, unten rechts. Die zeigt, wie die Brücke quasi in der Station ist. Wenn ich jetzt beides zusammenstecke, würde das erste Pfeil halt losspielen. So, der Vollständigkeit halber in den folgenden Bildern auch noch die anderen vier Eingänge jeweils einzeln verdrahtet auf die entsprechenden Pins im Schlüssel bzw. in der DESO-Buchse und rechts unten dazu immer passend der Stecker, also die Station. Bis das Ganze dann, wie in dem Bild gezeigt, komplett verdrahtet ist. Ja, und das war schon der ganze Arbeitsaufwand. Im Anschluss gibt es noch zwei Videos, die zeigen zum einen den Aufbau, den ihr vorher gesehen habt, auf dem Steckbrett und zum anderen eine Anwendung, wie das Ganze in einem Gehäuse verbaut aussieht. Die kleinen Stationen oder die, ja, wie auch immer, Buchsen kann man ganz prima verstecken, tarnen. Sollte doch mal eine gemogelt werden, das ist ein leichtes und auch finanziell nichts Umwerfendes, das Ding zu ersetzen. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Die Module gibt es im Shop unter www.voicemodul.de. Und solltet ihr Fragen haben, habt ihr da auch eine Kontakt-E-Mail oder ja, schreibt mich einfach an. Ich wünsche viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo Agent 008, du hast Station 1 gefunden. Die nächste Station findest du im Keller. Viel Erfolg. Hallo Agent 008, du hast Station 2 gefunden. Die nächste Station findest du auf dem Dachboden. Viel Erfolg. Hallo Agent 008. Du hast Station 3 gefunden. Die nächste Station findest du im Zwischengeschoss. Viel Erfolg. Hallo Agent 008. Du hast Station 4 gefunden. Die nächste Station findest du bei Nord 52 Grad 12.3 4 5 und Süd 11 Grad 67.8 9 0. Viel Erfolg. Hallo Agent 008. Du hast Station 5 gefunden. Den Final findest du im Gartenhaus. Viel Erfolg.